Wir sind in der Halbzeitpause zwischen den Bayern und Galatasaray Istanbul. Falls ihr euch denkt, wie in der Halbzeitpause? Wo? Was? Hä? Ja, bei Twitch. Wir machen nämlich Watchalongs, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. In der Videobeschreibung findet ihr den Link zu unserem Twitch-Channel, also da gerne mal vorbeischauen. Aber jetzt wollen wir über ein Thema sprechen, das scheinbar nie aufhört. Es wird natürlich nie aufhören, bis der FC Bayern einen neuen Sechser verpflichtet hat. Ja, here we go again. Die Bayern sind nach wie vor tatsächlich auf der Suche nach einem neuen defensiven Mittelfeldspieler, nachdem das mit Palinha auf dem letzten Drücker nicht geklappt hat. Und laut der Sportbild ist jetzt ein neuer Name mit in den Ring geworfen worden. Die Bayern sollen angeblich an Martin Zubimendi interessiert sein. 24 Jahre alter Sechser von Real Sociedad. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben uns ja jetzt im Sommer schon häufig mit dem Thema beschäftigt und wer da kommen könnte. Und ich war ein bisschen überrascht, dass Zubimendi erst jetzt ein Thema geworden ist. Könnte natürlich vielleicht daran liegen, dass er das ursprünglich formulierte Profil nicht auf klassische Art und Weise erfüllt. Weißt du, was ich meine? Nein. Okay, also ich habe mir heute Zubimendi so viel angeschaut wie noch nie zuvor auf jeden Fall. Und es hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Aber er ist also erstmal rein körperlich, 1,81, ne, er hat nicht ganz die Körpergröße. Und was er halt ist, er ist halt ein klassischer spanischer Sechser, der sehr viel über seine unglaublich clevere Positionierung und guten Bewegungen in der Defensive löst und gar nicht so das unglaubliche Zweikampfmonster, was nur daran liegt, dass er es nicht braucht, weil er sich so sehr, sehr clever auf dem Feld bewegt. Und deshalb sage ich, er füllt vielleicht auf den ersten Blick, wenn du im Scouting-Tool eingibst, nicht dieselben Maßgaben, die Palinha erfüllt, weil er einfach nicht mal die Hälfte von den Zweikämpfen führt, die der führt. Nochmal, weil Zubimendi sich unglaublich clever bewegt. Der ist seit... Ja, bitte? Ja, wir machen erstmal zu Ende. Ich wollte nur einmal kurz einen Abriss geben. Ja. Der ist seit er 12 Jahre alt ist bei Sociedad, also inzwischen jetzt auch seit 12 Jahren dann mit 24 Jahren alt, ist dort sehr, sehr hoch angesehen, hat in der zweiten Mannschaft lange unter einem gewissen Xabi Alonso trainiert, der über ihn gesagt hat, Martin ist ein Spieler, den sich jeder Trainer wünscht. Er ist großzügig, damit meint er auf seine Mitspieler bezogen, denkt immer nur an seine Teamkollegen mehr als an sich selbst. Er hat die Fähigkeit, Dinge entstehen zu lassen, die Menschen um ihn herum besser zu machen und immer Lösungen anzubieten, um den Umzug, ich glaube, das war ein Übersetzungsfehler, um den Angriff zu verbessern. Er versteht, was der nächste Schritt ist, bevor der Ball ihn erreicht. Er hat diese Fähigkeit zu organisieren, eine Achse zu bilden. Ich habe es geliebt, mit ihm zu arbeiten. So, und bevor du was sagst, ich, Idiot, habe natürlich überhaupt nicht bedacht, dass die Leute bei YouTube sich jetzt fragen, hä, ist das, wo ist Niklas? Ist das nicht Niklas in der Mitte? Nein, wir haben einen neuen Gast mit am Start, das ist Hannes Jacobi, freier Reporter, unter anderem für Magenta, war aber auch bei unserer alten Heimat OneFootball. Das wollte ich nur einmal vorab sagen. Stimmt. Jetzt musste ich das einmal zwischenschieben, weil ich es einfach verpasst habe in der Anmoderation. Wo hast du aufgehört? Nicht der klassische Spieler. Genau, ich habe gerade das Zitat von Xabi Alonso einmal gegeben und habe gesagt, er ist nicht vom Profil her die klassische Holding Six, aber weil er es eben anders interpretiert. Und meine Einschätzung ist, ein absolut prototypischer, klassischer spanischer Sechser. Du hast die Körpergröße angesprochen. Seine Zweikampfwerte und auch Kopfballwerte sind ja trotzdem ziemlich gut, was wahrscheinlich wieder dann reinspricht. Ja. Er ist vielleicht nicht der größte, stärkste, aber Spielintelligenz, super schlauer Spieler, passt dann doch. Ja, finde ich auch. Ich finde tatsächlich, also ich war wie gesagt überrascht, dass über ihn noch nicht früher gesprochen wird, weil er halt viel, also ja, er ist, wenn du das mit Palinha vergleichst, ein anderer Spielertyp, das stimmt absolut, aber er ist trotzdem das, was ich glaube ich Tuchel unter dieser besagten Holding Six, lass uns das tiefer Sechser nennen, vorstellen. Also, weil ich glaube, das ist vielen noch nicht so ganz klar, Sechser bedeutet nicht Sechser, also es werden immer noch Namen gehandelt, wo ich sage, das ist überhaupt nicht das Profil. Also eher so dann in so Foren und so weiter werden diese Namen gehandelt. Nicht jetzt unbedingt bei den Bayern, glaube ich, weil sie eben nicht dieses Rollenbild beziehungsweise diese Spielerrolle erfüllen können. Und das, finde ich, macht Zubimendi schon, weil was willst du haben? Du willst jemanden haben, der vor der Abwehr konstant hinten bleibt, das Mittelfeld hält sozusagen, das Mittelfeldzentrum hält, sich nicht nach vorne ziehen lässt, nur nach vorne geht eigentlich, um nach vorne zu verteidigen in dem Sinne, der seine Stärken in der Balleroberung hat und im Passspiel unter Druck. Ja. Und im Stellungsspiel, Bälle abfangen und so weiter. Und das alles erfüllt er ja absolut. 100%. Er ist, man müsste sich, wenn man sich von diesem Begriff mal so ein bisschen zu Holding Six,
spielintelligenter Ballbesitz-Sechser, sowas in die Richtung, weil wenn es darum geht, das, was ja auch Xabi Alonso in diesem Zitat gesagt hat, er weiß, was der nächste Schritt ist, bevor der Ball bei ihm ist, und die Art und Weise, wie er sich bewegt, um sich anzubieten, was er zum Beispiel gar nicht macht, oder zumindest habe ich es nicht gesehen, ist sich in die Kette fallen lassen. Er bietet sich immer als Anschlussstation 3, 4, 5 Meter vorne an, um eben den Ball direkt in die richtige Bewegung zu bringen, dreht sich ja super schnell mit dem Ball gerne auf, verteilt die Bälle, hat übrigens eine sehr solide Passing-Range, was der manchmal da aus dem Fußgelenk schüttelt, ne, ist 86% Passquote. Das ist halt. Und das bei San Sebastian. Das also ist schon sind ja jetzt sehr, sehr ordentlich. Und ich kann mir das, wegen dieser Qualitäten, kann ich es mir bei Bayern auch sehr, sehr gut vorstellen, denn du hast ja spielstarke Innenverteidiger im Aufbau, die quasi niemanden brauchen, der den Ball bei ihnen abholt. Sind wir uns denn schon einig, dass Bayern auf jeden Fall noch einen weiteren Sechser braucht? Das ist etabliert auf jeden Fall erst. Da sind wir uns sicher. Ja, okay. Ja. Weil also offensichtlich kann ja Tuchel mit Leimer gar nichts anfangen, wenn dann. Zumindest nicht in der Rolle, ja. Das heißt, man sucht dann einen, der vor allem neben Kimmich funktioniert. Na, also er sucht halt vor allem wirklich den, der seine Stärken halt wirklich ganz klar vor dem Abwehrzentrum hat und sich eben nicht mit nach vorne ziehen lässt. Weil es gibt ganz viele gute defensive Mittelfeldspieler in Europa oder generell auf der Welt. Aber es gibt wirklich sehr, sehr wenige, auch wenn man da jetzt über Alternativen spricht. Weil es ist kein Zufall, dass man vor einem halben Jahr über einen Sechser von Fulham gesprochen hat und jetzt über einen Sechser, einen 24 Jahre alten Sechser von Real San Sebastian, wo, also machen wir uns nichts vor, der ist sehr, sehr gut und der ist in der Rolle, glaube ich, einer der besten, die man realistisch haben kann, also der nicht Tchouaméni oder Rodri und so weiter heißt, die einfach nicht für die Bayern zu holen sind. Ja. Gar keine Frage. Aber das sind ja jetzt alles keine, wie soll ich das sagen? Das sind ja keine Überflieger, das sind ja keine Weltklasse-Spieler in Summe. Die erfüllen wirklich ein ganz klares Profil, was man unbedingt offensichtlich haben will. Aber es gibt schon, finde ich, Fragezeichen bei Palinha, bei Zubimendi, ob die qualitativ jetzt diese Bayern-Mannschaft individuell verbessern. Wenn er unbedingt diese Rolle haben will, okay. Aber man muss sich, glaube ich, die Frage gefallen lassen, wie viel individuellen Qualitätseinbußen möchtest du in Kauf nehmen, um unbedingt diese Rolle im Team zu haben. Aber ich frage mich, gerade bei Zubimendi, nachdem wir uns heute das angeschaut haben, bei dem frage ich mich wirklich, ob der nicht fast Plug-and-Play-mäßig funktionieren könnte bei den Bayern. Weil, wie gesagt, nochmal, ich war so beeindruckt davon, wie clever dieser Typ verteidigt. Weil der Grund dafür, dass er weniger Zweikämpfe führt, ist nicht, weil er weniger Defensivarbeit leistet, sondern was der abläuft, was der abfängt, wo der einfach auftaucht, der hat auch so eine, der ist ja kein Überathlet, das muss man ganz klar sagen, aber der hat eine Spritzigkeit gegen den Ball manchmal, der springt diese, was du gemeint hast, nach vorne verteidigen, wenn er manchmal aus der Reihe 2, 3 Meter nach vorne geht und wirklich auf den Gegner rauf explodiert. Bei ihm hätte ich wenig Sorge, dass er auf dieses Niveau kommen kann. Ich glaube, dass Zubimendi ein Spieler ist, und wenn er nicht zu Bayern geht, so ins Blaue gesprochen, dann geht er irgendwann zu Barcelona und spielt da 8 Jahre Stamm. Ich glaube aber, wenn die Bayern den holen, und ich glaube nicht, dass, also 60 Millionen ist ja dann das schon das Preisschild, ein Preisschild, dann muss er aber auch direkt funktionieren. Ja. Weil dann nach Sabitzer und nach Leimer und nach diesen Mittelklasse-Einkäufen, falls man das Mittelklasse nennen darf, oder Zugängen, ja, 60 Millionen. Ist viel Geld. Er muss funktionieren. Aber ich glaube halt, es fühlt sich so an, als wäre für dieses Profil, was halt einfach viele Vereine auch suchen derzeit, 60 Millionen ist so der Preis, wo es anfängt, für alle, die ansatzweise auf dem Radar sind. Ne? Ja, also Barcelona hast du ja gerade angesprochen. Da war ja Barcelona dran letzten Sommer. Und da für die war einfach die Ausstiegsklausel mit 60 Millionen zu hoch. Die musst du dann wahrscheinlich auch zahlen. Ich finde halt die Frage so, was bedeutet dann im Fall von so einem, nennen wir ihn jetzt einfach mal, ballerobernden tiefen Sechser? Ja. Was bedeutet funktionieren? Natürlich wird er gegen den Ball die Bayern stabilisieren können, ihnen helfen können. Aber wie viel Einbußen hast du dann zum Beispiel in der Chancenkreierung gegen tiefstehende Gegner, wo halt einfach ein tiefer Sechser wie Zubimendi und auch Palinha zum Beispiel nicht mehr so viel Impact haben können, wo der Wert einfach so eines Spielers gar nicht mehr so groß sein kann, weil was wir nicht vergessen dürfen ist, du musst jemanden wie Goretzka dafür rausnehmen oder deine Grundordnung ändern. Es wird dir jemand im offensiven Drittel fehlen, den du aktuell hast. Das ist richtig. Das ist aber, glaube ich, ja eindeutig ein Tod, den Thomas Tuchel sterben möchte. Offensichtlich ja. Und ich glaube, dass da wieder Zubimendi derjenige ist, der da am ehesten im Profil auch helfen kann, was er ja schon macht, wenn sie gegen, das passiert jetzt auch nicht so in jeder Regelmäßigkeit, aber er geht ja schon bis so
wenn er in Ballbesitzphasen so bis 15 Meter von 16er und ist dann immer wieder die Anspielstation und lässt den Ball zumindest rumrotieren und das macht er in der, mit einer Ballsicherheit. Ob das hilft, um solche Blöcke dann zu knacken, das ist eine andere Frage, da hast du vollkommen recht. Aber das ist halt, wenn du, ich will das Wort fast nicht mehr sagen, eine Holding Six suchst, ist das halt eigentlich nicht Teil des Profils so richtig, oder? Nee, genau. Also Thomas Tuchel will offensichtlich diesen Spielertyp haben. Und da sage ich nochmal, ich habe ihn mir jetzt auch nochmal viel angeschaut, hatte ihn mir schon im Sommer angeschaut, ich glaube für den Shopping Guide, wo ich mich für Ugarte entschieden hatte, dann für die Position, der dann ja zu PSG gegangen ist, hatte ich mich auch mit Zubimendi befasst. Und das stimme ich zu. Wenn du diese Rolle haben willst, gibt es aktuell wenig bis keine vergleichbaren verfügbaren Spieler. Also ich glaube, wenn man sich den Kader so anschaut, wie viele zentrale Mittelfeldspieler hat, dann braucht auch Bayern einfach einen Sechser, egal ob Holding oder nicht, erstmal. Und dann zusätzlich, ja, wenn du dann den Holding bekommst, weil dann muss Thomas Tuchel auch nicht in den Infight gehen mit Kimmich oder Goretzka und sagen, du bleibst hinten hier, vergiss die Offensive für dieses Spiel, dann hat sich dieses Problem einfach für ihn gelöst. Er hat dann einen mehr, falls jemand ausfällt, falls eine andere Taktik spielt und er löst dieses Problem. Deswegen, er braucht die Holding Six. Vielleicht die Bayern weniger. Aber du klingst nicht überzeugt von Zubimendi? Doch. Wie gesagt, also wenn du keine andere Möglichkeit siehst, als dir einen Spieler genau für dieses Profil zu holen, würde ich, glaube ich, Zubimendi am ehesten nehmen. Ja. Ich finde halt schon, dass man sich sehr darauf versteift hat. Und wenn ich sage Mann, dann meine ich natürlich Thomas Tuchel. Es gibt in Europa aktuell viele Trainer, die das gleiche Problem haben so ein bisschen, weil diese Spieler gibt es ja nicht wie Sand am Meer. Nee. Die das Problem aber anders gelöst bekommen. Eben durch eine taktische Anpassung, durch Spieler. Zum Beispiel, klar, das wirst du ihm nicht vermittelt können, aber wenn jetzt zum Beispiel ein Joshua Kimmich von Rechtsverteidiger so als Inverser dann ins Zentrum zieht, gleichzeitig ist dann wiederum das Problem, Kimmich kann die Rolle spielen, aber Kimmich ist zum Beispiel einer, der nicht im Naturell halt hinten bleibt und vor der Abwehr bleibt, sondern sich immer wieder mit nach vorne zieht und du ihn ja dann auch in den Stärken quasi limitierst, die er hat im offensiven Bereich, im kreativen Bereich. Worauf ich hinaus wollte, ist, man kann es taktisch vielleicht ein bisschen anders lösen. Man könnte zum Beispiel einen weiteren richtig guten Innenverteidiger holen, wo die Auswahl deutlich größer ist. Ich glaube, das wird eher passieren im Winter übrigens. Mein Bauchgefühl ist aktuell, dass sie eher auf den IV noch gehen als auf den Sechser, weil der Markt einfach nicht da ist für einen Sechser so richtig. Aber ich glaube, sie können aber auch nicht jetzt 60 Millionen für Zubimendi zahlen, weil sie brauchen ja dann auch vielleicht noch. Also, Masraoui ist keine Weltklasse. Ein Außenverteidiger brauchen sie. Wenn Davies vielleicht geht, brauchen sie auch noch. Also jetzt 60 Millionen raushauen. Aber wenn Davies geht, kriegst du ja auch wieder. Aber der geht nicht im Winter, glaube ich. Der geht dann im kommenden Sommer. Ja, hast du auch wieder was rein. Hast du wieder ein bisschen. Stimmt, ja. Wenn die Bayern im Winter Rechtsverteidiger brauchst du dann trotz. Außer du schickst Kimmich nach außen, das macht er nicht, Tuchel. Also, ich weiß jetzt nicht, wie das Festgeldkonto aussieht, der Bayern genau. Aber das sagen 60 Millionen plus 60 Millionen für einen sehr guten Außenverteidiger plus was noch kommt. Hast du noch eine Budget-Variante dabei? Ich habe noch eine Budget-Variante dabei. Ich auch. Sehr gut, wir haben alle eine Alternative dabei. Aber ich will nochmal doppelt unterstreichen. Ich habe auch heute nochmal wirklich alles durchgekauft. Dieses Profil quasi in unser Scouting-Tool eingegeben. Was muss der können? Für Tuchel. Nicht unbedingt für mich als Sechser, sondern für Tuchel. Was stellt er sich offensichtlich vor? Wo treffen sich Zubimendi und Palinha so ein bisschen? Und es gibt einfach wenig Möglichkeiten. Ja. Ich habe eine Alternative, die so halbrealistisch ist, den ihr aber im Auge behalten solltet. Ich bin mir unsicher, ob Niklas ihn schon mal in einem Shopping-Guide mitgebracht hat, aber es gibt einen 22-jährigen Spieler bei Porto. Hat er schon mitgebracht. Ja. Hat er mitgebracht? Ja. Varan? Ja. Oh, was für eine Nationalität? Der müsste Argentinier sein. Habe ich mir natürlich jetzt nicht aufgeschrieben. Ich bin der Meinung, den hat er schon mal mitgebracht. Auf jeden Fall, der Vorname ist mir gerade entfallen. Lass mich kurz. Alan Varan. Mhm. Alan Varan heißt der Mann. Oh, ja, Varela, ja. Entschuldigung. Jetzt, ich habe ihn gerade auch aufgemacht und über den haben wir schon mal gesprochen. Ja. Alan Varela, wie komme ich denn auf Varan? Wegen Raphael. Vielleicht wegen Raphael. Entschuldigung. Alan Varela heißt der Mann, ist 22 Jahre alt und den habe ich mir heute mal ordentlich gegönnt. Das ist genau der Spielertyp. Der ist noch ein Ticken kleiner als Zubimendi, aber er ist dieser tiefe Sechser, Zweikampfstab, gutes Stellungsspiel, ständig am Lesen, was passiert, wie, wo. Marktwert ungefähr? Marktwert sehr, sehr günstig, weil das Problem ist, der ist erst vor einem halben Jahr zu Porto gewechselt, von den Boca Juniors für 8 Millionen. Der wird jetzt nichts für die Bayern im Winter sein, aber behaltet den mal im Auge. Wenn der sich so weiterentwickelt, wie er das jetzt in den ersten Spielen schon gemacht hat, er hat gegen Barcelona eine richtig gute Partie gespielt. Ich habe ihn mir gegen Benfica nochmal angeschaut. Das ist ein Spieler, der gar nicht so lange bei Porto vielleicht bleiben wird. Ich hätte gerne die Überleitung genutzt. Mein Spieler hat nämlich auch gerade sehr, sehr gut gegen Barca gespielt.
Aber ist verkehrt. Das war ja hier, wie heißt er? Subimendi hat gerade gegen Barca Masterclass gespielt. Das habe ich mir gerade mal angeschaut. Wir kommen ja heute mit den Namen durch. Hannes, wir sind schon wieder drin, aber wir bringen das noch durch. Wen hast du dabei? Ich wollte jemanden, weil ich dachte mir bei Subimendi vielleicht auch Integration-Thema als Spanier und es gibt aktuell keinen Spanier im Kader. Ja. Auch ungewöhnlich für die Bayern. Also, ne? Ist auch ungewöhnlich. Ich dachte mir, ich möchte jemanden, der deutlich, deutlich günstiger ist, der aber trotzdem Stammspieler und CL-Erfahrung hat und vielleicht noch ein Talent ist, den man entwickeln kann. Ob die Bayern dem Zeit geben, weiß ich nicht. Und bin gelandet bei Mats Wiefer von Feyenoord Rotterdam. Absoluter Stammspieler, 1,88 groß. Ich habe mir ein paar Highlights angeschaut. Spielt so ein bisschen wie Yaya Touré, so ganz lange, raumgreifende Schritte. 6 Länderspiele hat er auch schon gemacht. Passquote 85%, passt auch. Und jetzt kommt's. Der ist, Statistiken habe ich dann gewälzt. Weil ich wollte natürlich diese Holding Six defensiv denken, wollte ich natürlich dann irgendwie auch statistisch belegt haben. Sonst gibt's hier links und rechts einen von euch. Balls recovered per game. Also Balleroberungen. Ja. 8,5 hat er im Schnitt. Das ist ein unglaublicher Wert. Rodri 7. Declan Rice 5. Caicedo 5. Der einzige, den ich gefunden habe, der mehr als 8,5 hat, Subimendi mit 9. Mats Wiefer von Feyenoord. Ja. Guter Mann. Mein Name ist jemand, der, das will ich auch ganz klar so sagen, den FC Bayern jetzt gerade noch nicht helfen könnte. Davon bin ich relativ überzeugt. Es ist jemand, bei dem ich noch nicht sicher bin, ob er die Spielintelligenz hat am Ende, aber jemand, der in den letzten 2 Jahren eine spannende Entwicklung gemacht hat, spielt gerade seine 2. Saison in La Liga. Und er spielt beim 2. Verein. Also er ist eine Saison bei Almeria gewesen und jetzt ist er bei RCD Mallorca. Kommt von der klassischen Box-to-Box-Rolle, spielt inzwischen jetzt im 2. Jahr eine klassische Holding Six und hört den Namen Samu Costa. Und der ist körperlich richtig imposant. Der ist zwar auch nur 1,85, 84 Kilo, da bin ich immer Fan von, wenn das nah beieinander ist. Kopfball stark, athletisch stark und ein richtig guter Zweikämpfer gewinnt. Moment, knapp 60% seiner Zweikämpfe. Wie gesagt, nicht ganz die Passqualität und den Fußball-IQ, den die anderen Kandidaten vielleicht haben, aber jemand, wo die Entwicklung in den letzten 2 Jahren bemerkenswert war und jemand, bei dem ich halt glaube, dass er sich zu dem Typen entwickeln könnte und wie gesagt, Budget-Variante, der wäre deutlich unter 20 Millionen zu haben, würde ich behaupten. Ist noch ein weiter Weg für ihn, aber ist jemand, der auf einem guten Weg ist. Sein größtes Problem aktuell noch, wie gesagt, kommt von früher Box zu Box. Das Holding ist das große Thema. Manchmal hält er nicht so gut. Und das ist das Problem bei sehr, sehr vielen, die ich mir angeschaut habe. Die einfach mehr Typ zentraler. Aber wenn die noch jung und formbar sind, dann Ist es besser. Aber du wirst zum Beispiel in einen Onana, in einen Amadou Onana, wirst du zum Beispiel nicht reinbekommen. Der würde vom physischen Profil, von der Zweikampfstärke. Er hat den Dickers heute mitgebracht. Er hat heute Mittag zu mir gesagt, er findet Onana wäre der Perfekte. Und ich habe auch direkt gesagt, bin mir nicht sicher, ob der das Holding so gut macht. Also natürlich braucht man immer ein bisschen Fantasie und man weiß nicht, was kriegt man in den Spieler, gerade in den jungen Spieler, noch rein, dass er sich umstellt. Aber es gibt ja gewisse Naturelle, die einen Spieler einfach mitbringen. Und Namadou Onana, ich habe ihn mir jetzt so oft schon angeguckt, weil ich ihn unbedingt mal für so eine Rolle mitbringen wollte. Ist er nicht. Ich sehe es nicht, weil er ist wirklich einer, der sich sehr viel dazu verleiten lässt, mit nach vorne zu gehen, den Abschluss auch mal aus der Distanz zu suchen. Aber ich liebe den Spieler auf jeden Fall. Was ich sehe, ist, dass wir zeitlich dieses Video an dieser Stelle beenden. Ja. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Gerne in die Kommentare, wen wir hier vergessen haben und ob ihr glaubt, ob die Bayern überhaupt auf den Sechser gehen im Winter. Und wir gehen zurück auf Twitch.